Hallo meine Freunde, Zock wieder hier mit dem Let's Play Pokémon Y. Wir sind in der Omega-Höhle und ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Helf mir. Hey, ich habe mich verlaufen. Kannst du mir raushelfen? Ein Kaffee kommt ein Fußtritt. Boom. Ah, ich habe mich doch nur verlaufen. Lynn möchte kämpfen. Okay. Okay, das ist natürlich ein ganz schlechter Gegner für Lucario. Ganz schlechter Gegner vor Lock. Wollte nicht fliehen drücken. Da kam Phoenix. Nexus. Das kommt da besser. Phoenixes. Okay. Volltreffer. Psychokinese. Bitteschön. Tja. Na komm. Autsch. Das hat wehgetan, mein Freund. So. Sound mal ganz leicht leiser machen auf meinen Ohren. Sonst habe ich heute Abend kein Trommelfell mehr. Mal schauen. Ich muss sowieso überlegen, wie weit ich überhaupt aufnehme. Ich habe heute mal wenigstens mal wieder was anderes aufgenommen schon mal. Also ich habe zwei. Meistergriff möchte ich nicht wechseln. Ich habe zwar. Bin jetzt zwar gerade Pokémon aufnehmen, aber ich habe halt wenigstens schon mal ein anderes Spiel auch mal wieder aufgenommen. Auch irgendwie über eine Woche. So. Nun müsste eigentlich ziemlich viel Erfahrungspunkte geben. Ja, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Da, da. Wie gibt's das denn? Du konntest mit einem Armstoß. Auf Pokémon-Attacken zu nennen. Hoppala. Als ob man da auf einmal auch, ja, das ist gleich ganz viel pompöser. Aber macht mir das ja nicht so nachrüstisch. Ja. Genau. So. Das Einzige, bei dem ich Kumo mich irgendwie nicht wirklich vernünftig nutzen kann, ist glaube ich Aquana. Ja, dann gehen alle 150 im Aquana-Stich so ein bisschen aus der Reihe. Mit weit über 200 KP jetzt schon. Oh, das wird hart. Oh, was ist überhaupt hier in dieser Omega-Höhle? Und wir sind hier. Verdammt, da hinten ist ein Item. Ich komme nicht ran. Ja, ich möchte weiter Schutz einsetzen. Da komme ich nicht hoch. Was haben wir hier hinten? Wir haben einen Gegner. Hi. Ich weiß nicht, ob es eigentlich so clever war, wirklich in diese Höhle reinzugehen. Hariyama. Schon wieder kein guter Gegner für Lucario. Weil Lucario kann keine großartigen Angriffe. Dumm. So. Na, mit was fängst du an? Besten jetzt mit Erdbeben, dann lass ich mich. Wieso kann ich nicht einmal meine Schnauze halten? Warum kann das Viech Erdbeben? Und woher hast du die TM? Weil das Viech erlernt, also Arayama erlernt Erdbeben nicht auf normale Wege. Meine ich zumindest. Der muss nicht das in dem. Moment, da fällt mir auf. Normalerweise hatten die doch. War das in der letzten Generation schon so, dass die Trainer auch Angriffe hatten, die die Pokémon nicht auf natürlichem Wege lernten? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hariyama lernt, meine ich. Dingens. Da unten ist eine TM. Die ich nur rankomme, wenn ich Zertrümmerer habe. Sehe ich das richtig? Da unten liegt auch noch irgendwas. Ich komme tatsächlich nur heran, wenn ich Zertrümmerer habe. Das heißt, ich muss den gesamten Weg hier wieder reingehen. Ich habe nämlich keinen Zertrümmerer. Zertrümmerer. Nee. Ich glaube, den gab es schon irgendwo, aber ich habe den irgendwie verpasst. Ich muss doch nochmal mit allen möglichen Leuten reden.
Dumm. Na? Na? Aha. Ein Angriff plus. Jetzt hier ein Doppelkampf? Jawohl. Wir sind Umherreisende, die zusammen mit ihrem Pokémon die Kalos-Region durchstreifen. Ein Kampf gegen Gleichgesinnte ist immer eine willkommene Unterbrechung. Pokémon, die wie Edelsteine, mit denen die Kalos-Region bunt besetzt ist. Und im Kampf fangen diese Edelsteine an, in den schönsten Farben zu leuchten. Hä? Welche Pokémon sind mit Edelsteinen? Ranger, Knut und Hela. Nidoking und Nidoqueen. Okay. Boden, Gift. Okay. Ich würde jetzt gerne irgendwie dich schützen, aber da ist Surfer tatsächlich zu gut. Schwertanz. Muss es sich eine Runde. Hier ist aufgenommen. Surfer wurde unterbrochen. Okay. Ist mir egal. Okay. Ah, mein Internet ist gerade wieder zusammengebrochen. Ich bin mit meinem Mikro gegen mein Mikro gekommen. Also gegen. Okay, Aquana killt jetzt Lucario. Triple Kill? Nee, nicht mal. Fuck it. Warum ist mein Internet gerade zusammengebrochen? Dumm. Natürlich bist du paralysiert. Was sollte es auch sonst sein? Durengard. So. Eisenschädel gegen dich. Aurora-Strahl gegen dich. Giftstachel ist natürlich. Was? Nidoqueen ist langsamer. Okay, hätte ich jetzt zwar nicht mitgerechnet, aber in Ordnung. Okay. Wie viel Verteidigung hast du jetzt eigentlich gerade? Nicht viel. Okay. Mein armes Aquana, lass den Quatsch. Oder bring dich selber um. Ah, okay. Yay. Ist das gut an Aquana? Es macht Schaden, obwohl es dich angreift. Jetzt schon krieg ich ein Level ab, sehr schön. Okay. Strange, aber okay. Meine Herren, was ist los? Warum habe ich Schluck auf? Das geht mir auf den Keks. Habe ich noch einen Power Heiler? Habe ich noch einen normalen Power Heiler? Nein, habe ich nicht mehr. Das heißt, ich nehme noch Hyper Heiler. Hyper, Hyper. So. Superheiler. Kumo-Milch. Yes. So much KP. So. Yay, Pokémon. Wie lange irre ich jetzt eigentlich schon in dieser Höhle rum? Hey, Ariados. Ist mir um Keks. Du bist aber stärker geworden. Oder ich weiß gar nicht, welches Level hat das auch ja, was ich gerade eben gefangen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ist da? Ist ein Item und da geht's zurück. Eine Eisentafel. Interessantes Item. Ja. Schutz wurde verwendet. Ist ja auch. Okay, hier geht's wieder hoch. Okay, wo bin ich? Okay. Hey, und nochmal, hey, wir müssen arbeiten. Ich finde die Höhle gerade sehr interessant irgendwie. Auch wenn ich jetzt voll ewig hier drin wahrscheinlich rumhänge. Oh Gott. Das Extremnasen-Pokémon. Kommt, mach's kaputt. Es hat natürlich Robustheit. Zielschuss. Yay, der nächste Angriff wird in jedem Fall treffen. Steigerungshieb. Bums.
Mistding. So. Ja, wunderbar. Du kriegst auch noch ein Level. Sehr schön. La la la, la la la, la la la. So. Hm? Achso, ne, hier kann ich da rum. Moment, ich geh mir das Item mal kurz holen. Natürlich. So. Schon wieder ein Ariados. Gibt's ja auch was anderes als Ariados, was an der Decke klebt? Meine Herren, ey. So. Ist mir egal, geh weg. Lass mich raten, da bei dem Felsen. Natürlich. Ein Top-Schutz, Morschutz. Okay. Item ist düster umhang. Oh, das. Welches Pokémon könnte da. Was zwillicht, was damit weiter. Zwiff. Zwillicht. Zwickloppwart. Was glaube ich, was damit weiterentwickelt werden kann. Wenn ich zumindest so stark wie der Champ ist, ist es hier zu gefährlich. Leck mich. In diesen ganzen Weg hier reingegangen. Nur mit irgendeinem Typ mir sagen kann, wenn du nicht so stark bist wie der Champ, dann darfst du hier nicht durch. Das heißt, dieser ganze Weg war eigentlich total Banane. Das heißt, wow. Muss ich nur den Weg hier rausfinden. Ja, wahrscheinlich raus ist ziemlich schnell gefunden, ne? Ja, wie gesagt, raus ist sehr schnell gefunden. Yo. Hm. Da bin ich auch schon wieder draußen. Okay. Ich, Ding ist auch. Okay, draußen können von mir wieder wilde Pokémon kommen. Hi, Kordel. Bullshit. Bullshit. Oh, was wäre, komm, was kaputt. Aber ein Kordel ein sehr cooles Pokémon ist, aber ich werde es vielleicht offscreen nochmal fangen. Hier ist. Ja, ja, Kordel besiegt. So. Und ich sehe, wie mein Router mich aus der im Augenblick heraus anblinkt. Moment, hier geht's auch rein? Mein Tim. Okay. Hier haben wir Durchbruch. Danke. Brauche ich nicht wirklich. Ist in Ordnung. Na. Ja. Und wir haben ein. Oh! Oh! Ein Pupita. Mmm. Njam. Pupita ist ein sehr cooles Pokémon. Und ich glaube schon vom Typ Umlicht, ne? Ne, ist noch vom Typ Boden. Er ist Despotas vom Typ Unlicht. Er ist Despotas. Typos Unlichtos. Maximus. So. Item, Top Eater. Okay. Wo geht's hier weiter? Lust auf einen Luftkampf, okay. Ich hab zwar nur Glurak, was in der Luft kämpfen kann, aber okay. Ninjask! Ich glaube, da hast du schlechte Karten. Glurak! Ich drück mal kurz den Fuck You-Knopf. So. Der Fuck You-Knopf! Mega Glurak! Da, 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 da. Mit Dürre dabei ist das Ganze sehr, sehr geil. Ist fast genauso geil wie Mogelhieb. Der will nur den Temposchub einmal durchbringen. Du Drecksack. Ja, das ist ein bisschen dumm. Aber okay. Beldra. Hey, die Beldra könnte fies werden. So. Steinkante, das könnte wir tun. Fuck it, ich hab verloren. Okay.
Ich hätte jetzt schon fast damit gerechnet, dass man zurück zum Pokémon Center geschickt wird. Aber da haben sie zum Glück mitgedacht. Okay, da hat Glurak keine Chance gegen und da werde ich auch keinen zweiten Kampf machen. Solange ich nicht ein anderes Flug-Pokémon dabei habe, macht das nämlich gar keinen Sinn. So. Sehr schön. Da links geht's runter. Hey, da geht's weiter. Muss ich hier eigentlich auch draufsetzen? Nö. Massenkämpfe. Ich würde gerne mal vernünftig vorankommen hier. Ah! Eine Riesenmenge an Kleinsteins. Nein. Not now. I don't want you. Ach nee. Ich hatte erst mal gedacht, das wäre Serena. Hi du. Hi, ich bin zu spät. Aber Zusammenstoß ist unvermeidlich. Warum? Hä? Was? What? Hey? Sally! Granbull! Danke für dieses Normalfeen-Pokémon. So, weil... Bedroher... Ja, senkt mal meinen normalen Angriff. Auras wäre... Kann hört fast keine Attacken mehr zum Angreifen. Ja. Wie ist nicht so effektiv. Okay. Nimm mal Raichu. Auch kein Ring. Donnerblitz. So. Okay. So. Nee. Was ist das? Ach, das andere kleine neue Pikachu-Pokémon da. Okay. Grilles. Knuddel. Was zur Hölle? Das ist eine Attacke. Knuddel. Okay. Ist in Ordnung. Yes. Zur Hölle. Aber warum war gerade Dingens nicht sein? Ah. Wieder so eine extrem kurze Route. Aber das ist ein Pokémon Center. Pokémon Center. Ja, lass mich da rein. Da. Lati-ta-ta-ta-ta-ta. So. Yay. Maschine geben, die wir verwenden könnten. Würden wir sie wohl die. Okay. Jetzt sich einen Friseur zuzulegen, ist der Formwechsel für jedes Menschen. Okay. Formwandelnde Pokémon. Why not? Okay. Fähigkeit vertraute Pokémon. Wie toll ist, wenn die Fähigkeit keine Wirkung bei Gast-Pokémon hat. Okay. So. Hallo du. Ist so wie ein Pokémon, das Feuerrohren beherrscht. Nein, habe ich nicht. Fähigkeitskrieger. Was? Ich gebe den Fähigkeitenkrieger im Fernsehen. Ich möchte. Ja. Wo das? Okay. Whatever. Hey du. Ich mag die schon von Kavo, dass ein Wasserfall nach oben geschwommen ist. Ah! Das ist die Referenz zu der Mythologie, auf der Carpador basiert. Weil Carpador basiert ja auf dem... Schöner Wasserfall. Schöner Wasserfall. Carpador basiert ja auf der Mythologie, dass ein Barsch, ich erzähle es noch kurz zu Ende, dass ein, was ein Barsch? Ne, ein Karpfen. Ein Karpfen einen Wasserfall hochschwimmt, dort durch ein Tor schwimmt, und dann zu einem Drachen wird. Das ist, glaube ich, was eine chinesische oder eine japanische Mythologie. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber darauf basiert Carpador. Hallo. Ah, ich bin es wieder. Ah, euer Professor.
Ich muss mich für Flordelis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte ihr außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen, auf die, oh mein Gott, auf die Welt dein Leben gerettet hast. Da du den Flair aufhalten konntest, hast du auch Flordelis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumt, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Pokémon-Menschen, dass die Welt, die sie beherbergen, an ihre Grenzen stößt. Keine Sorge, normalerweise regelt die Natur das irgendwann selbst. Wenn ich eine solche Welt auch nur ein paar Bewohner von Gier getrieben werden, bleiben für andere wenig übrig. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Rohstoffe aufgebraucht werden, und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr etwas stehlen könnte. Ich hatte gehofft, Flordelis würde sein Ego hintanstellen. Heißt es nicht hinten anstellen? Ist das ein Rechtschreibfehler? Hintanstellen. Hintanstellen. Das hört sich total falsch an. Und die Welt in seine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, neue zivilisatorische Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon, Tauk. Ich möchte, dass du und dein Team jetzt mal mit allem, was ihr auf der langen Reise gelernt habt, gegen mich angeht. What? Wie? Professor again. Mit Bisaflor. What? What? Okay. Ist in Ordnung, mein Freund. Ich bin etwas verwundert. Blättertanz. Yay. Wuhu. Was zur Hölle? Flammenwurf. Yay. So. Ja, da möchte ich wechseln. Turtag, Raichu ist genau dein richtiger Partner. Bin gerade am Überlegen. Glurak gegen Glurak? Aber dann ohne Mega-Entwicklung. Weil Glurak holt ja dann Dürre raus und dann könnte Glurak selbst etwas hart werden. Eisenabwehr. Ich habe die Befürchtung, dass der eventuell eine Mega-Entwicklung einsetzt. Oder schenkt er mir jetzt vielleicht ein anderes Starter-Pokémon? Schick mir deinen Turtok. Obwohl, nee, nicht Turtok. Bisaflor wäre eigentlich viel besser. Hätte ich mal ein vernünftiges Pflanzen-Pokémon. Ich habe nämlich irgendwie gar keins. Also kein richtig gutes Pflanzen-Pokémon. Ja, die Initiative ist jenseits von Gut und Böse. Okay. Yay, Donrag hat erreicht noch ein Level. Ja, wechseln. Glurak gegen Glurak, komm. Einfach weil ich es kann. Glurak. Und Glurak. Fliegen. Fliegen, fliegt hoch empor. Ups, ist weg. Fliegen. Es geht zum Glurak. Worms. Flammenwurf. Das sollte nicht sehr effektiv sein. Flügelschlag. Macht euch gegenseitig mit Flügelschlag kaputt. Funkenflug. Ich frag mich gerade, was das Ding noch hat. Vielleicht setzt er die letzte Attacke auch noch ein. Mich interessiert das gerade. Naja, setzt Funkenflug ein.
Wenn es jetzt ein wildes Glurak wäre, würde man es super fangen können. Oh, na komm. Overkill-Modus. Einfach weil ich es kann. Yay. Du, 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 Dürre. So. Und das war's. Yay. Level 55 für Glurak. Sehr schön. So. Das Spezialangriff. Wow. Da. Großartig. Jetzt hat die Zeit mit deinem Team und eurem Gejackel Zuneigung hat zu einer starken Verbindung geführt. Das ist das Geheimnis eurer Stärke im Kampf. Yay. 14.000. Der hat Kohle dabei, der Mann. Der hat Kohle. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark ihr doch geworden seid. Man spürt, wie sehr du und deine Pokémon, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst. Sarok, ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Wenn du willst, kannst du nur. Irgendwo in dieser Stadt habe ich einen Schatz versteckt. Wenn ihr. Such den doch. Irgendwo in dieser Stadt ist ein Schatz versteckt. Dumm. One Piece Referenzen. Ich habe den Spruch gerade nämlich nicht im Kopf. Wie dem auch sei, ich muss dann wieder los. Ich bereite mich nämlich gerade eine Überraschung für euch vor. Immerhin gab es euch tapferen Team für den Chaos den Untergang gewährt. So, hab ich eigentlich den letzten Schnitt gemacht? Hab ich überhaupt schon einen Schnitt gemacht? Doch, einen Schnitt habe ich schon gemacht. Hab ich einen zweiten Schnitt gemacht? Ich glaube ja.